Unser Wunsch ist es, Lieder der Spätromantik mit Arrangements, Jazz-Arrangements derselben auf eine CD zu bringen. Die Idee kam dazu ganz spontan. Georges und ich haben angefangen, verschiedenes Repertoire zu suchen, zu sichten für die eher ungewöhnliche kammermusikalische Besetzung Stimme, Violine und Klavier. Und da ist uns ein spezielles Lied ins Auge gefallen. Das war Du bist der Garten von Joseph Marx. An sich ist es jetzt nichts Neues, aus klassischen Musikwerken Jazz-Arrangements zu machen. Nur in diesem Fall ist die Herausforderung besonders interessant. Wir haben keine Ohrwürmer oder Klassikschlager, sondern das sind eher unbekannte Werke. Hinzu kommt, dass die Lieder, die wir jetzt einspielen, am Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Und das war auch die Zeit, wo die Jazzmusik ihre Geburtsstunde hatte. Wenn man sich dann diese spätromantische und teilweise auch impressionistische Musik wirklich genau anschaut, die Akkorde und die melodischen Abläufe, dann kommt man drauf, dass es ziemlich ähnlich funktioniert wie die Jazzmusik. Und es sind oft einfach nur die Instrumentierung oder die Artikulation, die den Unterschied ausmacht. Daher ist es auch sehr sinnvoll für uns, das gegenüberzustellen. Das Spannende bei der Arbeit zwischen klassischen Liedern und Jazz-Songs zu wechseln, ist es eigentlich, dass man sich genauso mit einem klassischen Lied, mit einem klassischen Text, mit einem klassischen Gedicht genauso im Jazz auch ausdrücken kann. Und das finde ich unglaublich spannend. Ganz nur.